So, es geht weiter. Ein kleines Tutorial, wie bringe ich ein Spiegelbild auf die Fensterflächen. Das wäre ja eine sinnvolle Option. Dazu brauchen Sie die Fensterflächen zunächst einmal, machen daraus eine Gruppe und benutzen das als eine Gesamtmaske für ein Bild, was Sie vielleicht dort einsetzen wollen, als Spiegelbild. So, wie geht das jetzt? Also wir hatten eben gesehen, wenn man die Fläche anklickt und auf Auswahl, ähnliches Auswählen geht, Fill and Stroke in diesem Fall wieder, dann bekommt man alle Fenster ausgewählt. Alternativ könnten Sie auch den Zauberstab benutzen, drittes Werkzeug von oben. Der ist in der Regel richtig eingestellt. Sie können jetzt auf eine blaue Fensterfläche klicken und schon haben Sie alle ausgewählt. Jetzt folgendes, Sie müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben hier die Ebenenpalette. Sie benutzen jetzt bitte nicht die Originalrechtecke dieser Fensterflächen für diese Maske, weil die danach nach diesem Maskieren erstmal verschwinden. Im Gegenteil, wir legen uns eine neue Ebene an. Und ziehen jetzt mit gedrückter Alt-Taste dieses kleine rote, in meinem Fall ist es rot, Viereck auf diese Ebene. Das ist der Teil von Illustrator, der extrem angenehm ist. Sie haben damit die Möglichkeit, Elemente von einer Ebene auf die andere zu kopieren. Ja, wenn ich die obere Ebene jetzt nochmal ausblende, dann sehen Sie, dass es kopiert worden ist, weil die anderen Flächen sind immer noch da. Ich habe jetzt also hier sozusagen die Fensterflächen alleine. Ich kann die jetzt alle auswählen, Apfel oder Steuerung H. Und jetzt gibt es einen wichtigen Befehl, ebenso wichtig wie das davorgehende Object oder Objekt, Compound Path, also zusammengefügter Pfad heißt es, glaube ich, auf Deutsch Make, also ganz einfach. Sie haben jetzt einen zusammengefassten Pfad, eine Gruppe von Rechtecken. So, jetzt zweiter Schritt, Sie legen über der oder unter dieser Ebene eine neue Ebene an. Dazu aktivieren Sie zunächst einmal die darunter liegende Ebene und klicken auf den Button für eine neue Ebene. Dort hinein platzieren Sie jetzt eben ein Pixelbild. Sie haben ja da vermutlich schon etwas vorliegen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen suchen. Nehmen wir mal hier die Rosenstraße. Nein, das ist falsch. Oh Gott, jetzt muss ich suchen. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Geduld. Bachelor-Thesis. Wo haben wir es denn? So, da haben wir ein paar Bildchen. Nehmen wir mal das hier, egal ob das jetzt scheiße aussieht oder nicht. Jetzt haben Sie das Bild in der Ebene unter diesem Schneidepfad oder unter dieser Maske, wie auch immer man will. Zunächst einmal blenden Sie das jetzt mal, oder nee, Sie blenden es nicht aus. Sie benutzen den schwarzen Pfeil, um dieses Bild zu skalieren. In meinem Fall ist es ein bisschen klein. Sie haben hoffentlich ein besseres Bild. Wie gesagt, es kommt jetzt hier überhaupt nicht drauf an, ob das gut aussieht. Das soll Ihnen nur demonstrieren, wie das funktioniert. Jetzt wählen Sie beides aus, das heißt diesen zusammengesetzten Pfad und das Bild. Das können Sie entweder im Bild selbst machen mit gedrückter Shift-Taste oder Sie sind besonders schlau und klicken hier in die Ebenen hinein, auch mit gedrückter Shift-Taste. Dort können Sie auch alles immer auswählen, was auf diesen Ebenen liegt. Und jetzt gibt es den Befehl, den hatten wir gerade schon im negativen Schneidemaske, erstellen, make. Und schon ist das Bild reduziert auf die Inhalte dieser Flächen. Wie Sie in der Ebenenpalette sehen können, ist die untere Ebene mit dem Bild jetzt leer. Wie so ein Staubsauger hat Illustrator sozusagen das Bild in die obere Ebene reingesaugt. Sie sehen es jetzt hier, da ist das Bild, da ist der Pfad. Ja, Entschuldigung, das ist das Bild, das ist der Pfad. Der sogenannte Compound-Pfad oder zusammengefügte Pfad. Naja, wie auch immer, jedenfalls ist jetzt das Spiegelbild sozusagen auf dieser Ebene. Ich nenne das jetzt auch mal so. Wie immer ist es natürlich schlau, wenn Sie Dinge einigermaßen korrekt benennen, sodass Sie dann auch sich einigermaßen auch zurechtfinden. Jetzt sehen Sie da also das Bild in dieser, auf diesen Fensterflächen. Ob das jetzt schon gut aussieht, ist eine andere Frage. Mal unabhängig vom Inhalt, ich werde Ihnen gleich noch was dazu zeigen.